Ah, Löchen, ihr beiden Nausen da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Magic Duels mit dem lieben Dragul zusammen. Hallo. Servus. So, nächster Versuch. Wir haben gerade schon mal eine Aufnahme gehabt. Wir spielen den zweiköpfigen Riesen, wo wir zusammen spielen. Gegen KI, erstmal zum Test. Und ja, gerade die Aufnahme ist irgendwie, besser gesagt, das Spiel ist abgestürzt, mittendrin. Wir waren fast am Gewinnen. Aber nur fast. Aber es ist ein schöner Modus eigentlich, muss ich sagen. Ja. Ist lustig. Macht Laune. Könnte man noch behalten. Ja, du weniger. Ja, okay, mit denen können wir jetzt mal anfangen. Ja. So. Und flieg, Falke, flieg. So. Wir haben schon mal Kreaturen am Feld hier. Nicht so viel gerade. Nur angreifen lohnt sich nicht wirklich. Ne. Okay, deiner ja, aber nicht meine. Fliegen kann er nicht blocken. Nee, noch Weiter, weiter, weiter! Das dachte ich schon. Dass er angreift, oder was? Was denn, ey? Boah. Was haben wir denn da? Okay. Okay. Wiep. Willst du angreifen? Nee. Okay. Ich könnte theoretisch meinem Falken meine Aura oder die Belagerungskunst verpassen. Stimmt, der kann ja nicht blocken, ne? Ja, ob sich das lohnt, ist die andere Frage. Ich hätte eigentlich mit einem von den Goblin-Grammatenstiftern mal angreifen sollen, weil dann hätte ich ihn so oder so killen können. Ja. Ja, gleich. Genau. Oder auch nicht. Ach ja. Na, er greift an. Na klar. Was macht er jetzt? Ach, bedrohlich keiner. Schön, dass ich nicht blocken kann. Ich würde die beiden mal rausnehmen. Glaube ich. Blockt werden außer von zwei oder mehr Kreaturen. Okay. Was? Aber warum kann ich ihn dann blocken? Mhm.
Naja, 2 Lebenspunkte ergaunert. So, die 2 sind weg, immerhin. Ja. Was kommt jetzt? Das Schrotthallenmarathon. Der kann nicht blocken. Was? Also der, die Einheit kann nicht blocken. Ach so, okay. Na dann. Soll ich meine Revolte jetzt schon benutzen? Nee. Okay. Ist auch mit Stärke 4 oder mehr. So, ne. Ich habe eine andere Idee. Wir greifen gleich an. Okay. Ja. Warum hat er das überlebt? Ich hab keine Ahnung. Ich nehme den jetzt raus, den einen. 2 Schadenspunkte. So. Okay. Du musst, glaube ich, weiterklicken, ich kann nicht. Mhm. Über Kreuz angreifen. Genau. Geht ja auch nicht. Das stimmt, der kann ja auch nicht blocken. Warum habe ich das dann gemacht? Ah, ist egal. Hätte ich den einen nur direkt killen können. Ich Ochse. Egal. Ja, wurscht. Oh, hab ich halt eine 2. Karte verballert. Aber du hast ja auch noch einen, womit du einen töten kannst. Ja. Na, das war klar. Ja, soll er mal. Genau. Was haben die denn für Karten, ey? Mein Gott. Artefakt. Cobra. Ja. Auch ein Artefakt. Mein marodierenden Fleischsack. Wobei, nee. Noch nicht. Nee, aber ich greife mit dem auf jeden Fall an. Mhm. Weil auch wenn er den blockt mit irgendeinem, wird er getötet. Und wir kriegen trotzdem 2 Leben wieder. Ja. Na, ich würde sagen, das läuft. Ach. Ja, doch. So ein bisschen. Momentan geht's eigentlich gerade was schlimmer, sagen wir es mal so. Ja. Gerade was definitiv schlimmer. Jetzt können wir mal gucken, was jetzt wieder kommt. Ah, da kommt der Himmelsfürst wieder. Ja, genau. Der Himmelsfürst. Mhm. Ja, und der andere spielt mal wieder an Land. Na, greifst du an? Nicht. Nein, ich spiele lieber erstmal so ein komisches. Willst du mich eigentlich verarschen hier, ey? Ist ja schlimm. Ein bisschen. Was hat denn der eigentlich? Ah, okay. Ich spiele den Vampir und ja.
Ich könnte natürlich eine Kreatur rausnehmen. Ich würde ja sagen, ich nehme den da raus. Erstmal. Ja. So, verdammt, willst du mich verarschen? Könntest du mir verziehen? Hammer. Theoretisch hätte es jetzt. Ja, dann, ja. Die Revolte höchstens auf den Himmelsflur führst. Weil den können wir nicht blocken. Der kann auch nicht angreifen. Kann er nicht? Nee. Ach ne, der ist ja noch. Ah, alles klar. Gut. Wenn er ihn jetzt benutzt, nämlich noch raus, ja. Was ist denn das schon wieder? Achso. Ein Fahrzeug. Boah. Noch einer, genau. Da kommt noch was. Ich glaube, das Duell dauert lange. Ja, ich glaube das auch. Es ist sehr anstrengend, muss man Ja. sagen. Ja, ey, was ist mit dem Schmugglerkopf da? Ja, genau. Jetzt könntest du den gleich zerstören. Ja. Ich auch. Oh, weg mit dem Dreck. Ja, klar. Ja, und das Ding geht noch durch, weiß. Auch immer sehr geil. Ja, gut, steht auch da, wenn ein Spiel kommt oder angreift, fügt eine Ja, Kreatur, sauber. Planeswalker und so weiter Schaden Oh, zu. kriege ich eine Scheiße hier immer. Was war das? Wachsamkeit. Du könntest deine Blutexpertin eigentlich spielen. Du musst nichts opfern, nur wenn du die 1 und 1 Marke benutzen möchtest. Ja, weiß ich, dass ich spielen kann, aber 1-1 ist. Ne? Dann kann ich nämlich den da nehmen. Dann opferst du die und er muss nämlich auch was Ach so, opfern. okay. Stimmt. Außer der macht gerade wieder irgendwas. Hä? Achso. Ich ja einen runtergenommen. Macht den Schlauch. Naja. Ist natürlich Kacke, weil den kann er wiederholen. Wenn er einen opfert. Das wäre natürlich nicht bedacht. Warum hat denn 4-5er da liegen? Muss das sein? Anscheinend. Ja, selbst mit der, weil das Problem, selbst mit der Inferno-Faust kriege ich den nicht kaputt. Weil der will mich auch Ne. töten. Und cool. Ein bisschen, ja. Aber dafür hat er da rechts keine Dinger mehr. Aber der links kann blocken. Was hast du mal drauf geschissen? Ich hau die Inferno-Faust jetzt da drauf. Jo. Theoretisch könnte ich den 3-2 aber gleich runternehmen. Wenn ich will. Jo.
Den kennen wir doch irgendwo her. Ich wollte gerade sagen, die Reiter, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Gar nicht mehr so schlecht, so ein Artefakt-Deck, ey. Mhm, die sind übel. Kommt er wieder mit irgendeiner Scheiße hier. Genau, wenn der stirbt, kann er eine andere Artefaktkarte wieder vom Friedhof auf den Feld. Na logisch. Ja, dann könnte ich dreimal raten, welche der Ritter drauflegen würde wieder. Jetzt greifst du mit den Fliegenden in den Arschloch, ne? Da kommt er. Yippie, da kommt er wieder. Alter, ist bald gut. Ja, blocken können wir sowieso. Doch, kann ich wohl. Ey, nein, hör auf. Ach, der fliegt ja gar nicht. Ach so, das machst du doch. Der bringt mir nur nicht. Nix. Nee. Weil dann wird man auch sterben. Mhm. Also doof. Naja. Au. 7 Schaden. Das geht schon. Toll. Jetzt pass mal auf. Ich gebe deinem Viech Belagerungskunst. Und ja. Ja, ist toll. Okay. Ja, kann ich sowieso noch nicht benutzen. Aber schon mal hinlegen. Genau. Vier, sieben, acht. Der könnte wohl töten, scheiße. Verdammt. Was ist das schon wieder? Ja, das ist eigentlich eine dämliche Karte. Der Kurier. Eigentlich schon. Tja, Junge, im Prinzip hast du eigentlich nur eine Karte, mit der du angreifen kannst, ohne dass sie blockt. Na gut, jetzt zwei. Na? War klar. Interessant. Ich dachte eigentlich, er greift mehr an. Man muss eigentlich da mal auswählen. Ich habe keine Ahnung. Achso, was ist denn da? Kannst du eine Karte ziehen, falls du dies tust? Wirf eine Karte ab. Ah, okay. Ach so. Dann kann man sie aussuchen. Na dann. 4, 7, 8. No. Ah,
Ich glaube, ich nehme mal einen raus von denen. Ne? Ja. Gut. Ja, genau. Dann spielt er wieder ein neues. Lege 3-1-1 mal. Ist klar. Ja. Wenn zweiter nichts ist. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht, ja. Und da kommt der Planeswalker. Genau. Jetzt kommt wieder ein Elementarwesen. Greif mit dem an. Und dann. Ach, wobei, warte mal. Wo töten würdest du denn? Nee. Durch Doppelschlag. Doch, durch Doppelschlag. Erstschlag, nicht Doppelschlag. Ach, du hast nur Erstschlag, okay. Mhm. Dann würde sie nicht töten, hast recht. Ja. Das ist auch eine. Das ist auch eine Karte. Ja, genau. Oh Mann, ey, und dann kriegen wir wieder das super Zeug hier. Oh ja. Boah, eine Artefakt-Kreatur. Ich glaub's ja nicht. Wow! Problem ist natürlich, egal was wir, auch wenn wir jetzt was töten, wir kriegen jedes Mal Schaden durch die blöde Marionettentussi da. Ach also ja. Im Prinzip haben wir schon verloren. Im Prinzip schon, ja. Solange wir die Meisterin dann nicht kaputt kriegen, ja. Ja. Die müsste sterben eigentlich. Mhm. Und solange das nicht der Fall ist, haben wir verloren, ja. Ziemlich mächtig, die Karte, wenn du nur Artefakte auf der Hand hast. Ja, allerdings. Oder im Feld, je nachdem. Von den Gegner deiner Wahl. Die Chandra, der kleine Feuerteufel. Ganz schön böse, die Dinger, die können. Ja.
Vor allem, die ist gut, weil für 3 Punkte kannst du eine Kreatur mit 4, maximal 4 Leben töten. Ja. Das Gute ist, man kann die auch angreifen, aber das bringt uns jetzt nichts. Ne. Vor allem, ich glaube, so eine Karte habe ich noch nicht mal. Ich auch nicht, ne? Ja. Von mir aus. In dem Ernst. Oh, jetzt greifst du sowieso mit allem an, was du hast, und dann hat sich das sowieso erledigt. Ja. Ja. Hä? Okay. Ja, der hat sich sowieso gegessen. Schon, ja. Also, solange der die Marionettenspielerin da hat. Jedes Mal 4 Schaden, wenn wir eine Kreatur töten. Deswegen bringt das nichts. Na dann. Und da kriegen wir wieder 4 Schaden. Juhu. Oh Mann, ey. Okay, dann muss ich mal sagen, der Modus ist ziemlich schwer. Ja. Aber nun. Dafür brauchen wir, glaube ich, bessere Decks. Ja, mehr Karten freischalten. Ja, genau. Aber ein lustiger Modus, auf jeden Fall. Ja. Ach ja, ich wollte mal kurz zeigen, ja, was das für Versionen hier so gibt. Mhm. Im Store. Ja. Es gibt hier diese ganzen Dinger hier. Normal Magic Origins, Battle for Zendikar oder sowas. Oaths of the Gatewatch, Shadows over Innistrad, Eldritch Moon und Kaladesh gibt es neu. Kosten natürlich immer einiges, die Booster-Packs. Aber man kann natürlich hier im Story-Modus noch ein bisschen spielen. Da muss ich noch machen. Da kriegt man auch ein bisschen Kohle und ich glaube, kriegt man auch Decks und so für. Genau. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Guckt beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir zusammen mal wieder Magic Duels spielen und uns zusammen dann verkloppen lassen diesmal. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. True.